Und? Ja, ich bin im Zug. Ich fahre zum Felix Magath. Ich will mal sehen, was beim VW Wolfsburg los ist. Der UEFA Cup war ja Bombe. Ich meine, Bayern München hätte sich nicht mit Ruhm bekleckert, hier in Anderlecht. Die waren klar weiter, schon Gang, aber mit ihrem Spielerpotenzial sind die der klare Favorit auf den UEFA Cup. Ja, auch Leverkusen, schade für den HSV, aber Leverkusen freue mich wieder für Adler. Super gespielt, doch der Barbares, der alte Sack ist. Ich habe manchmal so ein Ekelpaket und Platz, wenn man persönlich kennt, ein netter Kerl. Freue mich sehr darüber, dass der auch noch ein wichtiges Tor geschossen hat. Ja, für Bremen tut es mir wirklich leid. Also jetzt erst die Keule oder den Nackenschlag in der Bundesliga in Stuttgart, jetzt gegen Glasgow, das tut weh. Und jetzt müssen sie natürlich nach Wolfsburg. Und da ist die Gefahr, dass der Felix noch der Steigbügelhalter für die Münchner zur Meisterschale wird, nachdem er mit den zweimal zuletzt ein Double gewonnen hat. Ja, überhaupt, die Bundesliga, die brummt. Jede Paarung hat es in sich. Entweder geht es um internationale Plätze oder gegen den Abstieg. Dann macht ihr Spaß beim Felix. Ja, ich will mal hören, was der Felix vor dem Spiel sagt. Alles klar. Tschüss. Felix, Bayern München hat die letzte Meisterschale mit dir gewonnen. Und du hast auch zweimal das Double mit Bayern München feiern können. Jetzt wird es ganz kurios. Du spielst jetzt am Sonntag gegen Werder Bremen. Wenn du gewinnst mit Wolfsburg, da bist du ja wieder so ein bisschen indirekt der Trainer, der den Bayern den Weg zur Meisterschaft ganz entscheidend mit ebnen kann. Ja gut, so ist es mal. In der Liga ist ja alles immer eng beisammen. Und wenn wir am Sonntag in Bremen was reisen könnten. Ja, selbst bei einem Punkt schon. Ne? Ja, dann sind vielleicht die Bayern dann so dankbar, dass sie uns am Mittwoch dann im Pokal ein bisschen mehr erlauben. Felix, für mich bist du mit Sicherheit einer der absolut besten deutschen Trainer. Nach deiner Anfangszeit als Feuerwehrmann mit der Hauptaufgabe Klassenerhalt, würde ich sagen, die letzten drei Trainerstationen waren absolut top. Zunächst Stuttgart, du hast dir übernommen als Tabellen-17, keine Kohle da, nur junge Spieler. Da bist du mit dieser jungen Mannschaft ohne Kohle, hast du die Spieler enorm entwickelt zu Nationalspielern, bist in die Champions League reingekommen, toll. Dann Bayern München, da waren alle oder fast alle oder viele Möglichkeiten. Da hast du zweimal das Double geholt, im dritten Jahr lief es nicht, wollten was verändern, lief dann schlechter so ja für Bayern München. Und jetzt hier in Wolfsburg, da möchte ich dich auch zu fragen, das Unternehmen will natürlich auf die internationale Landkarte, hat hier ein tolles Stadion hingestellt. Bisher immer Abschiedskampf, in letzter Sekunde gerettet. Nach einem halben Jahr läuft es hervorragend gut, hast du selber auch nicht mitrechnen können. Wie siehst du die Situation hier? Also ich sehe es so wie du, dass es erstaunlich gut bisher gelaufen ist und wir jetzt schon relativ stabil sind in der Rückrunde. Das war nicht so unbedingt zu erwarten. Aber die Perspektive ist ja auf 2-3 Jahre ausgerichtet und jetzt nicht nur auf die Saison. Deswegen habe ich ja auch relativ viele junge Leute in den Kader geholt, die sich noch entwickeln können. Und wir haben jetzt zum Glück eine Saison, wo wir nicht unter Druck sind, sprich nicht im Abstiegskampf stehen, sodass das für die Entwicklung der jungen Spieler, glaube ich, eine gute Saison ist. Und dann müssen wir natürlich sehen, ne, mit dem Erfolg, und so war es ja dann damals auch in Stuttgart, ja, dann legen die jungen Spieler natürlich dann Blut und dann entwickelt sich das dann so und so nach vorne und so soll das hier natürlich auch laufen. Ich hoffe, wir werden nächste Saison nochmal sicher den einen oder anderen neuen Spieler verpflichten müssen, um die Qualität zu heben in der Mannschaft. Aber in der Breite sicher. Ne? In der Breite auch, ganz klar. Und trotzdem glaube ich, dass das Gros schon jetzt hier bei uns in der Mannschaft ist, die meisten, und dass wir uns mit dieser Mannschaft nach vorne entwickeln können. Ja, sportlich personifizierst du natürlich den VfL Wolfsburg. Du bist also Manager, Cheftrainer, Chefscout, ich glaube alles. Ich weiß selber, wir haben vor 20 Jahren, waren wir noch zusammen in Trainingslager, ob den Reffer, du als Manager beim HSV, ich bei Bayer Leverkusen, ich weiß, dass du das Managergeschäft auch verstehst. Kriegst du das alles unter einen Hut? Funktioniert das alles? Ja, also im das Moment... Das sieht ja so aus. Na, ja, man muss ja sehen, im Moment sind wir ja noch, sag mal, relativ klein und wenn man
sagen wir, jetzt fast nur Bundesliga hat, also international nicht gefordert ist, so ist es schon noch überschaubar. Allerdings sollten wir eben weiter nach vorne gehen, ist uns klar, dass wir natürlich dann noch jemanden bräuchten, am besten Kalmund, der die Dinge versteht zu handeln, mit so einem großen Unternehmen im Hintergrund und einem Club. Denke mal, dass wir da schon noch auch personell in dem nächsten oder übernächsten Jahr aufstocken müssen. Was ist diese Saison drin und was hast du im nächsten Jahr vor? Ja, also diese Saison sollte ja eine Übergangssaison sein, wo wir uns nur in der Liga stabilisieren im Mittelfeld. Und da sind wir auf dem besten Wege. Denke, das ist uns gelungen. Wir haben unsere Spielweise verändert und wir sind offensiv ausgerichtet, schon in der Vorrunde. Ich glaube, wir haben die dritt- oder viertmeisten Tore geschossen in der Liga. Insofern haben wir auch das bisher ganz gut hingekriegt und jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen harmonisieren, dass eben auch nicht nur die Offensive gut ist und schon sagen wir, Bundesliga-Spitze fast darstellt, sondern auch die Abwehr, und das wird in den nächsten Monaten dann in Einklang zu bringen sein. Ja, Felix, danke schön. Du machst ja alles nach VW. Es läuft und läuft und läuft. Und ich drücke dir die Daumen, dass es weiterläuft. Ah ja, klar. Tschüss.